Hallo Leute, ja, herzlich willkommen zurück hier bei Dungeon Keeper 2. Und das 15. Level haben wir beim letzten Mal abgeschlossen, das heißt, heute geht's ab in das 16. Level und da hören wir doch mal rein, was zu tun gibt diesmal. Stone Keep. At last, the king has decided to move against you here in the realm of Stone Keep. He is amassing a mighty force to stand against you, led by his most trusted general, Lord Pureheart. A vast fortress has been constructed in which to amass this legion. But a weakness lies within the castle's defenses. Use it to gain access. Hide your black-hearted realm from the heroes, and take Pureheart's kingdom from under his blind and trusting gaze. Beware. The king has now amassed an army great and large against you. Determined as he is to rid his realm of evil evermore. A vast fortress houses this great legion, and your only hope lies in discovering its weakness. You must sneak amidst the darkened passages of Lord Pureheart's castle, there to build your dungeon there, for he will ne'er suspect it. Lightning Trap. Ja. Okay, ihr habt's gehört, in diesem Level müssen wir uns ein wenig klug anstellen, um voranzukommen, denn der Gegner hat hier eine recht gute Verteidigungsanlage aufgebaut und wir müssen unsere Räume im Prinzip in sein Reich mit integrieren, ohne dass er es merkt. Das heißt zum Beispiel, hier seht ihr das, hier ist noch, sind zwei Werkstätten. Und da ist das Tor abgeschlossen, das heißt, die könnten wir einnehmen, ohne dass der Gegner das mitkriegt. Und auch gleichzeitig die Trolle befreien. Und wie ihr schon seht, hier sind schon einige Geheimtüren gebaut worden. Das ist eine neue Tür in diesem Level. Und die fügt sich einfach in das Bild des Dungeons ein. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine Geheimtür platzieren würde, würde das einfach wie ein Mauerstück für die Gegner aussehen. Und die wissen halt nicht, dass da eine Tür ist. Ist recht praktisch. Und ja, mit Hilfe dieser Türen sollen wir eben unser Dungeon geheim halten vor dem Gegner. Und ich würde mal sagen, hier bauen wir uns dann einfach mal durch, denn da kann uns ja nichts passieren. Die Türen sind abgeschlossen. Und ja, wenn ich mich jetzt hier gleich sofort durchbauen würde, hätten wir ein Problem, weil wir dann hier oben noch die Elfe Stufe 5 hätten. Stufe 4. Die dann natürlich unsere kleinen Imps angreift. Und das wollen wir natürlich nicht. Ich werde schon mal hier einen kleinen Schlafsaal für unsere Kreaturen hinbauen. 7 Plätze. Muss erstmal reichen. Denn ich weiß noch nicht genau, ob wir überhaupt ein Portal kriegen in dem Level. Oder nur Kreaturen befreien müssen. So wie den Goblin hier zum Beispiel. Stufe 3 Goblin. Und hier drüben ist noch... Okay, das ist ein gegnerischer Magier. Aber hier haben wir immerhin schon mal eine Bibliothek, die wir dann auch einnehmen können. Ja, lassen wir uns mal überraschen, wie das genau so abläuft in diesem Level. Und ob wir das hinkriegen, dass wir ein wenig im Verborgenen agieren. So, werde ich hier schon mal eine Hühnerfarm hinbauen. So. Da, da ist noch ein Feld frei. Guck mal her. Nimm das mal ein. So, das Gold schmeiße ich mal ins Dungeon-Herz. Und ja, es gab auch noch eine neue Falle. Das ist die Blitzfalle. Die haben wir ja schon letztes Mal kennengelernt am eigenen Leibe. Die ist eigentlich recht stark, da sie Gegner auch stunnen kann. Und im Prinzip so ähnlich wie der Zauberspruch, den die eisernen Jungfrauen ja auch später lernen. Der ist auch recht mächtig. So, da haben wir jetzt auch den ersten Troll bekommen. Stufe 5. Und alle Imps sind beschäftigt. Was, wo ist denn der vierte? Ah, da kommt er. Der kann dann hier nämlich mal das Gebiet einnehmen. Und ja, der Troll geht jetzt erstmal was futtern. Wollen wir ihn natürlich einfach auch mal lassen.
Und hier könnten wir uns dann ja schon mal durchgraben. Mal schauen. Ich denke mal, hier dürfte dann eine Wand sein. Vielleicht können wir uns genau hier hinter lang graben. Mal schauen. Ah, hier drüben sind wir auch durchgebrochen. Das heißt, einer der Imps, komm mal her, hier. Genau, hier könnten wir nachher durchbrechen. Und da oben sehe ich jetzt schon, da kommt jetzt schon Ritterstufe 5. Oh, okay, da hat so eine ganze Gefolgschaft noch hinter sich. Auf der anderen Seite genauso. Und ja, wir haben auch den zweiten, die zweite Werkstatt eingenommen. Gut, das heißt, ihr seht das hier, da gibt es ordentlich Patrouillen. Und wir müssen uns dann ein wenig vorsehen, wo genau wir wann angreifen. Hier kommen wir dann wahrscheinlich zum Goblin. So. Genau, hier geht's zum Gefängnis. Wo geht's denn hier noch lang? Ich mache hier mal ein Side of Evil hin. Beziehungsweise ich mache hier mal hier hin, dann kann ich vielleicht auch noch die Tür vom anderen Raum sehen. Falls da eine. Genau, da sind Türen, die nicht abgeschlossen sind. Und da ist noch eine eiserne Jungfrau drin. Und davor patrouillieren ein paar Wachen. Ja, hier geht's immer noch weiter. Und ich denke mal, gut, hier werden wir dann später angreifen, wenn wir ein paar Kreaturen haben. Dann lasst uns erstmal hier durchbrechen, würde ich sagen. Okay. Da war jetzt eine Wache. So. Schnappen wir uns jetzt mal schnell das Gefängnis hier. Wenn wir uns das Gefängnis geschnappt haben, dann graben wir uns einfach hier durch und schnappen uns gleich noch das nächste. You have taken over an enemy prison. So, da haben wir die eiserne Jungfrau jetzt befreit. Und dann werden wir einfach mal hier auch durchgehen. Vorsicht, Wachen. Muss ich jetzt so ein bisschen Auge auf unsere Imps haben. So, jetzt kann er rein. Und dann würde ich mal sagen, hier kommt unsere erste magische Tür schon mal hin. Damit wir, damit die Gegner dann nicht wissen, dass hier hinter unser Dungeon ist. Und los, komm, gib Gas. Genau. Ah, die ganzen Imps kommen jetzt hier an. Würde ich mal sagen, hier, Geheimtür. So, der Goblin geht schon mal Richtung Dungeon. Gut, haben wir hier jetzt eine magische Tür. Die wird auch gleich abgeschlossen von mir. Und die Imps schmeiße ich hier hinter ab, damit sie dann nicht da wieder auf dumme Gedanken kommen. Und einen werde ich mir aber mal schnappen, um zu schauen, wo es hier noch lang geht. Ja, hier wird es wahrscheinlich nochmal zum nächsten Raum wieder gehen. Hier geht es dann auch weiter. Hier geht es auch weiter. Hier treffen sich die beiden Routen wahrscheinlich. Und hier werde ich mal wieder das Side of Evil hincasten. Ah, was haben wir da? Ein Magier Stufe 3. Oh, und da oben haben wir einen Teufel und einen schwarzen Ritter. Da müssen wir auch auf jeden Fall dann noch hin. So, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass die Imps jetzt von dieser Seite wieder hier überall rein können.
Das können wir aber umgehen, indem wir hier irgendwo eine Tür hinbauen. Eine normale Tür. Ah, was jetzt? Den Magier konnte ich jetzt gerade schon hochnehmen. Ich weiß nicht genau, warum. Weil das Gefängnis uns eigentlich noch nicht gehört. Ist jetzt ein bisschen verwunderlich. Und die Wache werde ich einfach mal hier begrüßen. Mit einem Blitzschlag natürlich. Ja, die der Troll hat natürlich wieder Angst. Die eiserne Jungfrau muss ich gleich heilen. So. Und dann könnt ihr im Zimmer loslegen. Und ich würde mal sagen, der kann schon mal den Typen einkerkern. Dann kriegen wir immer ein Skelett. Und dann will ich hier mal... Ah, wo willst du denn hin? Bleibt ihr mal ruhig hier alle. Ihr müsst hier nicht so durch die Gegend rennen, wie die Bekloppten. Gut, der nimmt jetzt hier das immerhin ein. Und ich würde mal sagen, hier kommt die nächste Geheimtür hin. Na, hier, schnappt ihr mal eine. Dann haben wir das hier auch schon wieder versiegelt. Dann wissen die Gegner nicht, dass wir hier hinter unser Gebiet haben. Genau, und natürlich wieder gleich zugeschlossen. Kann ich die Imps hier wieder abladen? Mit ruhigem Gewissen und weiß, dass sie kein Quatsch mehr machen. Und da ist gerade die nächste Wache wieder aufmerksam geworden auf uns. Ja, die wartet da jetzt erstmal einen Moment. Ich schnapp mir hier nochmal zwei der Imps. Und dann graben wir uns hier durch. Ja, weil der Ritter und den Teufler, die wollen wir natürlich auf jeden Fall in unseren Reihen haben. Das sind ja zwei starke Kreaturen. Und da müssen wir halt wieder das Gefängnis für erobern. Ah, gibt Gas, gibt Gas. So, da draußen die Alarmfalle, müssen wir auch aufpassen. Nicht, dass wir da nochmal irgendwie richtig Stress mit durchkriegen. So, der Imp hier wird das jetzt einnehmen. Und den Ritter konnte ich jetzt auch schon wieder so einfach aus dem Gefängnis heben. Das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil das Gefängnis ja nicht uns gehört eigentlich. Und die ja eingekerkert sind. Aber gut, was soll's. Werde ich jetzt nicht weiter hinterfragen. Und hier geht's dann auch nochmal durch. Aber da kommen wir nur in dieses Lava-Gebiet, wo wir ja eh von hier unten auch noch hinkommen können. Ja, komm, gib Gas. Die Wache kommt, glaube ich, gleich nämlich. Ja. So. Teufler auch hier hin. Und ich muss mal eben schauen, wie viele Kreaturen haben wir jetzt eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt genau mit unseren 7 Betten momentan. Aber ich würde mal sagen, das vergrößern wir nochmal ein bisschen. Wir werden bestimmt noch ein, zwei Kreaturen kriegen, hoffe ich mal. Und ja, ein paar Kreaturen sind noch Stufe 3. Aber jetzt extra noch einen Trainingsraum für die zu bauen, lohnt sich eigentlich nicht. Und es ist auch bald wieder Zahltag. Das heißt, wir sollten uns mal ein wenig darum kümmern, ein wenig Gold zu kriegen. Und ich schnapp mir mal meine Imps. Denn hier sieht das schon recht auffällig aus, denn hier unten war Gold. Weil ihr seht, wir können jetzt gerade das so nochmal uns erlauben, dass wir die Kreaturen bezahlen. Ansonsten wird das schon recht eng werden. Und hier, um über die Lava zu kommen, brauche ich ja schließlich gleich auch noch ein wenig Gold. Na, zur Not verkaufe ich einfach einen... bisschen was von den Gefängnissen. It is payday.
Und die Kreatur hier, die hält auch recht viel aus. Habe ja eigentlich damit gerechnet, dass wir bald mal ein Skelett bekommen. Naja, gut. Das Feld hier drüben sieht schon wieder sehr auffällig aus. Da wird bestimmt eine Falle sein, denke ich mal. Ist oft so, dass man dann in eine Falle rennt, wenn man da jetzt drüber geht. Das verlockt natürlich, weil man hier dann eine kleine Abkürzung hat, anstatt hier einmal so rumzugehen. A creature has died in your prison and has risen as a skeleton. Ja, und da haben wir jetzt das erste Skelett bekommen. Und dem Guten muss ich jetzt hier erstmal raushelfen, denn durch die magischen Türen kann das gar nicht mehr das Gebiet da verlassen. Und ich baue einfach jetzt mal hier noch eine Brücke rüber und mal schauen. Ich wusste es. Immerhin konnten wir den Imp retten. Obwohl, da wird er jetzt gleich wieder hinrennen. Schmeißen wir mal die Jungfrau hin, die dürfte damit kein Problem haben. Oh. Oh, oh, oh. Die hat aber gut einen gerade drauf gekriegt, als das Ding losgegangen ist. Schmeißen wir nochmal den Teufler mit hin. Wow. So. Okay, die Falle hatte doch ganz schön Power gehabt. Ja, das kommt davon, ne? Wenn man dann schon sagt, da wird eine Falle sein und dann geht man trotzdem da lang. Habe ich dann natürlich auch nicht anders verdient. Und hier haben wir jetzt immerhin wieder neues Gold entdeckt. Und dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle speichere ich jetzt erstmal. Quick saved. Und dann machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Bis dahin euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut.